Hallo, Andreas Borlik hier, willkommen zurück und heute werde ich dir erklären, warum Menschen, die wirklich sehr, sehr viel Geld haben, dir nicht vertrauen werden als Coach, Berater, Trainer, Experte oder Dienstleister, solange du ein einfacher Solo-Selbstständiger bleibst. Und das auch selbst, wenn du sogar vermeintlich hohe Preise bereits nimmst. Schau. Wohlstand und Reichtum kommt in der westlichen Welt immer den Menschen entgegen, die sehr viele Menschen auf irgendeine Art und Weise beeinflussen. Entweder sehr viele Menschen leicht oder wenige Menschen stark. So, weil Geld immer zu denen fließt, die ein Business aufbauen, das Substanz hat in der Regel. Ja? Und wenn du Kunden haben willst, die selbst Unternehmer sind, die selbst sehr große Kaufkraft haben, dann sind es meistens Menschen, die es verstanden haben, ihr Know-how oder ihre Fähigkeiten entweder systematisch in ein Team zu stecken, das Resultate liefert, oder eben eine Produktion zu stecken, die ein hervorragendes, hochqualitatives Produkt liefert. Und Menschen, die so viel Geld haben und derartige Dinge aufgebaut haben, die sehen jemanden skeptisch, der ein einfacher Selbstständiger ist oder bleibt. Schau, es wird Leute geben, die geben dir eine Chance. Aber so richtig viel Geld bekommst du für das, was du tust, erst dann, wenn du bewiesen hast, dass es funktioniert. Und hier sind die Kriterien, die ich zum Beispiel habe, heutzutage als jemand mit einer enorm hohen Kaufkraft im Vergleich zur normalen Bevölkerung, als jemand, der selbst mehrere Unternehmen mit aufgebaut hat, als jemand, der achtstellige Jahresumsätze macht. Und ich ziehe heutzutage einen Anbieter, der nicht einmal ein Team von mal 5, 6 bis 10 Leuten hat, nicht einmal mehr ansatzweise in Erwägung. Das hat so viele Gründe. Ja. Der offensichtlichste erste Grund ist, dass wenn ich in dich investieren sollte und du hast kein Team, ich ja nicht weiß, ob ich sicher das bekomme, was ich will, wenn du mal ausfällst, krank bist, Urlaub machst etc. Gibt es da noch Support? Das ist so die allererste, am einfachsten zu verstehende Sache, was das mentale Hindernis ist, warum Menschen dir kein Geld geben werden, wenn du ein kleines Team hast. Ja? Aber es geht noch weiter. Wenn du kein Team hast, dann hast du faktisch ja noch niemanden darauf trainiert, das, was du tust, systematisch replizieren zu können. Dann hast du also scheinbar auch noch nie ein System entwickelt, das systematisch für jeden einzelnen Kunden, der zu dir kommt, also auch für mich, funktioniert. Oder warum machst du kein Team? Schau, wenn du wirklich am Fließband in der Lage wärst, Ergebnisse zu replizieren, dann gäbe es ein Schritt für Schritt für Schritt für Schritt System, so wie wir eins haben, das Menschen zuerst von 0 auf 10 bis 30.000 Euro im Monat bringt, dann von da auf so 50, 60, 70.000 Euro im Monat, dann von da auf 150.000 Euro und mehr im Monat bringt. Ja? Das kann ich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt wirklich ermöglichen für gewisse Dienstleister, Coaches, Berater, Trainer, Experten, Agenturinhaber und vergleichbare Angebote. Ja, das kann ich einfach. Weil ich es kann, weil es dieses System gibt, kann ich es am Mitarbeiter abgeben, kann ich Menschen darauf trainieren, einen Schritt an diesem Fließbandprinzip, was da abläuft zum Beispiel, sehr gut zu machen. Dadurch kann ich mich replizieren, kann mich outsourcen, kann mir Kunden abhandeln, ja, kann mir Kunden bedienen, kann groß werden, Strukturen aufbauen. Wenn du das nicht kannst, bedeutet das, dass du nicht einmal systematisch Ergebnisse liefern kannst. Wenn du kein Team hast, heißt es für mich, als jemand, der Geld hat, als jemand, der Ahnung hat, wie man Business aufbaut, als jemand mit Kaufkraft, heißt es einfach, dass du keinen Plan hast von dem, was du tust. Du bist ahnungslos. Schlimmer noch, ich weiß zu 100%, dass du allein schon deshalb nicht wirklich gut sein kannst, weil du ja irgendwie zu jedem Zeitpunkt maximal eine Handvoll Kunden betreut haben kannst. Du kannst noch gar nicht alles gesehen haben, was es so gibt in deinem Feld. Du kannst gar nicht alles wissen, was passiert.
alles wissen, was schiefgehen kann. Wissen, wie es geht in jeder Situation. Weil du viel zu wenig Kunden hattest. Selbst wenn du 100 Kunden hast, ist es immer noch so, dass du keine Ahnung hast. Und das ist das Ding. Ja? Wenn du klein bleibst, dann wirst du niemals Kunden bekommen, die wirklich mal sagen, komm hier, hoher fünfstelliger Betrag, hoher sechsstelliger Betrag, ist nicht viel Geld für mich, mach mal. Aber es gibt diese Kunden, es gibt sogar 100.000 von denen. Ja? Der Punkt ist, du wirst keine Hochkaräter anziehen können, wenn du selber klein bleibst, klein denkst, ein bisschen Geld verdienst. Und ja, es ist schön, man kann auch alleine 20.000, 30.000 Euro machen, sogar 50.000 Euro im Monat, das ist absolut kein Problem. Das kriegen Solo-Selbstständige auch hin, haben sehr viele meiner Kunden gemacht. Hunderte, ja, ich habe hunderte Awards vergeben für Leute in dem Umfeld, ja, in diesen Umsatzkategorien. Aber so richtig zum Player in deinem Markt, so richtig zum wahrgenommenen großen Experten, der was zu melden hat, der in den Medien auftaucht, mit dem Leute was zu tun haben wollen, wirst du erst, wenn du ein skalierfähiges Angebot hast, also ein Gruppentraining oder eine skalierfähige Agenturdienstleistung, und wenn du Mitarbeiter hast, die das Ganze erbringen können. Denn dann hast du bewiesen, systematisch, es muss einen Prozess geben, der funktioniert. Vorher kannst du alles Mögliche da irgendwie in der 1-zu-1-Konstellation mit irgendeinem Kunden gemacht haben. Und ich weiß einfach, ich kann dir nicht vertrauen. Wenn du es wirklich könntest, wärst du größer. Wenn du es wirklich könntest, hättest du ein Team. Dann würdest du auch nicht selber den ganzen Tag arbeiten. Dann würdest du selber für dich selber auch mehr Geld verdienen. Faktisch kannst du nicht so gut sein. Punkt. Und das ist das, wie Menschen, die schon ihre 15, 20 Mitarbeiter haben, die wahrscheinlich mal siebenstellige oder mehrfach siebenstellige Umsätze im Jahr mindestens machen, die auch ein paar hunderttausend Euro Profit, vielleicht sogar siebenstellige Profite haben im Jahr, wie sie halt über Menschen denken, wie dich jetzt mal in Anführungszeichen, die halt einfach kleine Solo-Selbstständige sind. Wir nehmen euch als Anbieter aus unserer Perspektive nicht wirklich ernst. Nicht wirklich ernst. Und klar, du kannst Geschäfte machen mit anderen Solo-Selbstständigen, auch mit kleineren Firmen, die dich halt ernst nehmen, weil die selber erst ein bisschen weiter sind als du. Aber ich würde heutzutage nie wieder, niemals wieder, auch nur ansatzweise einen einzelnen Solo-Selbstständigen in Erwägung ziehen für eine wirklich wichtige Aufgabe oder für ein wirklich wichtiges Problem, wo ich sagen würde, hier sind 25.000 Euro, hier sind 50.000 Euro für meinen Auftrag oder mehr, mach mal. Weil ich einfach weiß, da kommt nichts mehr rum, da passiert nicht viel. Und das musst du verstanden haben. Das heißt, du bestrafst dich selbst, wenn du klein bleibst. Du bestrafst den Kunden, die Kunden, die du eigentlich haben könntest, den Kunden, denen du eigentlich helfen könntest, wenn du wirklich gut wärst in dem, was du tust. Und vor allem wird dich niemals jemand wirklich als Experte wahrnehmen. Da kannst du noch so viele Bücher schreiben, noch so einen geilen Podcast haben, noch so viele YouTube-Videos drehen. Du bist einfach eine kleine Nummer. Feierabend. Egal, wie gut du bist. Und ich weiß, hier werden so viele Leute zugucken und sagen, boah, ich bin aber die Beste in meinem Markt und der große Player am Markt, der hat gar keine Ahnung, der ist innerlich voll schlecht, dem seine Seminare sind scheiße, dem seine Agentur, die kann nichts, dem sein Coaching ist Schrott. Du magst vielleicht sogar bei mich denken, aber nobody gives a f*** about you. Und das ist das, worum es geht. Wenn du klein as f*** bist, nimmt dich keiner ernst, keiner will bei dir kaufen, niemand gibt dir fünfstellige Summen, sechsstellige Summen. Ende. Ende. Das ist die Message. So, das heißt, wenn du mal in einen relevanten Umsatzlevel kommen willst, mal eine Million machen willst im Jahr, 2, 3, 4, 5, vielleicht sogar 10, dann melde dich bei uns zum kostenlosen Erstgespräch auf der Seite www.andreasbaulig.de. Trag dich ein und wir schauen uns mal genau an, wo du gerade stehst, wo du hin willst und vor allem, was dir fehlt, welche Fehler du gerade machst, die du jetzt noch gar nicht mal sehen kannst, warum es nicht vorangeht und vor allem, was du tun musst, wenn du auf einen vollkommen neuen Level willst. So, Ende der Ansage. Wir hören uns an gleicher Stelle zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt auf die Seite www.andreasbaulig.de. Trag dich ein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ich bin Deborah Groneberg. Das ist mein Mann Julian. Und ich unterstütze als Coach für Ernährung und Gewichtsreduktion viel beschäftigte Frauen dabei, ihre Wunschfigur zu erreichen. Und
Er unterstützt mich dabei. Wir sind jetzt gerade in dem Jahrescoaching mit Andreas, sind also wirklich sehr intensiv in der Zusammenarbeit, haben jetzt im Oktober gerade 25.000 Euro netto gemacht. Genau, und das ist jetzt quasi gerade in unserer Branche erst so der Auftakt, also da ist noch kein Ende in Sicht. Also vor allem ein ganz großer Faktor ist das Mindset. Ne? Also wir hätten uns früher überhaupt nicht vorstellen können, so hochpreisig zu verkaufen. Wir hatten keine Vorstellung davon, dass gerade die Kunden, die höhere Preise gerne zahlen, die viel angenehmeren Kunden sind, also mit denen man viel entspannter arbeiten kann, die viel bessere Ergebnisse haben. Das ganze Thema Verkaufen, wie man an unserer Vorgeschichte sieht, war vorher auch nicht so unsere Stärke. Dementsprechend, da haben wir eine ganze Menge gelernt, ja. Ich würde sagen, die Vielseitigkeit tatsächlich, also dass man, egal für welches Thema man Ansprechpartner hat, immer eine Lösung hat, die dann auch individuell aber für einen passt. Also es ist halt immer jemand da mit einer wirklich teilweise einfachen, aber dadurch auch genialen Idee der Umsetzung. Also für die einzelnen Bereiche einfach jeweils Experten. Und was finde ich sehr einzigartig in dem Bereich ist, sie sagen einem halt knallhart die Meinung. Also sie reden halt nicht drum herum und dadurch kommen halt diese schnellen Ergebnisse, dass man halt innerhalb kurzer Zeit auf einmal solche Sprünge machen kann. Weil man auf einmal weiß, worauf es ankommt und halt nicht seine Energie verschwendet auf Sachen, die einen nicht voranbringen. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man hier halt so viele Leute sieht, die schon wahnsinnig viel weiter sind. Also nicht nur die baulich selbst, sondern auch Kunden. Das heißt, man geht nicht mehr davon aus, dass es so ein Einzelfall ist, sondern man erkennt, dass es halt ja jeder, der sich wirklich reinhängt und wirklich Gas gibt, damit schaffen kann. Und das finde ich persönlich extrem motivierend.